dieses Jahr, liebe Frau Redlin, liebe Frau Schult, lieber Michael Friedmann, lieber Felix Körner, lieber Harald Asel, dieses Jahr fielen Pessach, die Kar- und Ostertage sowie Ramadan zusammen. Solche Zusammenfälle sind gar nicht so furchtbar selten. Ich habe diesen Zusammenfall hoher Feiertage und Festzeiten in Jerusalem verbracht, weil ich dort seit vielen Jahren im März Vorlesungen halte. Von meinem diesjährigen Aufenthalt in Jerusalem will ich einleitend kurz erzählen, weil mir ein solcher Bericht erlaubt, einige wenige einleitende Gedanken zu unserem heutigen Thema Trauer und Trost, wie Leben mit dem Stachel Tod? Vorzutragen. Das ist ja immer meine Aufgabe bei den Berliner Religionsgesprächen, zu denen ich Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr, sehr herzlich in der Akademie begrüße. Auch die auf dem Podium, die ich vorhin genannt habe, aber natürlich auch, liebe Frau Schwind, lieber Herr Wermken, lieber Thomas Spahr, die bewährten Partner, die Organisatoren und noch einmal Herrn Asel, den Moderator. Zurück aber nach Jerusalem. Für die vergangenen Wochen galt für diese ebenso heilige wie unheilige Stadt, was auf der Einladung zu unserer Veranstaltung ins Allgemeine gezogen zu lesen ist. Vermutlich haben die allermeisten unter uns vom Gewaltausbruch während der Feste der drei Religionen gelesen, von den gewaltsamen Zusammenstößen in der Jerusalemer Al-Aqsa-Moschee zwischen Radikalen und Polizei, die spätestens seit 1929 dann immer zuverlässig folgenden Gewaltausbrüche mit Anschlägen auf israelische Zivilisten und Touristen, mit Toten, die darauf folgende Gewalt in den Palästinensergebieten, wichtige religiöse Feiertage für die drei Religionen und auf allen Seiten Tote. Davon will ich aber gar nicht weiter sprechen, weil es medial jedenfalls in bestimmten Ausschnitten hier während der Kar- und Ostertage präsent war und man höchstens fragen könnte, wie sich bestimmte mediale Einseitigkeiten erklären von Toten, deren Blutspuren wir zu sehen bekommen und solchen, die uns verborgen bleiben oder sonst wie übersehen werden. Mir geht es heute in meiner Einleitung um etwas anderes. Nämlich um ein Erlebnis von Trost. Um ein Erlebnis von Trost inmitten von Gewalt und Tod am Karsamstag 2023, nach dem Ende des Schabbats in der jüdischen Neustadt von Jerusalem. Da ging ich nämlich nach Sonnenuntergang mit einer Kollegin von der Hebräischen Universität zur wöchentlichen Demonstration für Demokratie und gegen die geplanten Maßnahmen der Regierung Netanjahu, die seit längerem vor dem Amtssitz des Staatspräsidenten in der jüdischen Neustadt Jerusalems abgehalten wird. Diese Demonstration in Jerusalem ist kleiner als die in den Medien stärker präsente riesengroße Demonstration in Tel Aviv, aber bunter. Da sprachen eine feministische ultraorthodoxe Jüdin, ja, diese Kombination gibt es, eine arabische Israeli aus Akko und eine Drusenfrau vom Karmel. Eine solche Kombination von Rednerinnen würde man auf der Demonstration in Tel Aviv nicht finden. Sie gibt es aber in der multireligiösen Stadt Jerusalem. Die feministische ultraorthodoxe Frau bat die sehr große Menge von vielen, vielen hundert Demonstranten sehr eindrücklich und eindringlich um Geduld. Setzt uns nicht unter Druck, sagte sie immer wieder, vom Applaus der Menge unterbrochen. Der Weg der Ultraorthodoxen zur Gleichberechtigung und in den Staat hinein, in dem die ultraorthodoxen Männer beispielsweise ja keinen Wehrdienst leisten und sich auch sonst entfernt halten, ist weit. Aber er kann nur gegangen werden, wenn der Rest der Gesellschaft nicht gewaltsamen Druck ausübt. Der produziert bekanntlich nur weitere Radikalisierung.
Und die israelische Araberin aus Akko sagte, dass sie erwarten würde, dass die Forderung nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht nur gegen die von Netanyahu geplante Justizreform erhoben werden dürfte, die die Unabhängigkeit der Judikative in Israel unrettbar beschädigen würde, sondern auch für die Rechte der arabischen Bevölkerung in Israel und Palästina erhoben werden müsse. Wieder donnernder Applaus. Auf der Demonstration traf ich viele Kolleginnen und Kollegen und auch meine besten Jerusalemer Freundinnen und Freunde. Zwei, die 1968 aus Paris in das Land angewandert waren, sagten, dass sie ein so machtvolles Bekenntnis zur Demokratie im Lande noch nie erlebt hätten und sich an ihre Pariser Jugend erinnert fühlten. Zwei andere sagten, dass man sich erstmals seit 1948 ein breites Bekenntnis wahrnehmen könnte aller gesellschaftlichen Schichten zu einem demokratischen Staat im Nahen Osten. Alle, mit denen ich auf der Demonstration sprach, wussten noch nicht, ob die neue Demokratiebewegung letztendlich gewinnen könne gegen den Versuch der anderen, den Staat zu verändern, aber hielten die monatelangen Massenproteste für ein Zeichen einer neu erwachten Mitte, die sich zu den demokratischen Zielen der Staatsgründung verpflichtet, neu verpflichtet. Und jetzt geht es langsam wirklich um Trost. Denn als ich nach dem Ende der Demonstration aus der Neustadt wieder in die Altstadt heraufstieg, dachte ich bei mir, manchmal beginnt die Osternacht doch noch vor dem Entzünden des Osterfeuers in der Kirche. Hoffnung strahlt in eine Dunkelheit, von der die breit gesäten Zyniker behaupten, dass die Dunkelheit nie vergehen wird. Und nun verstehen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, warum ich gegen meine sonstigen Gewohnheiten nicht mit einem in Argumenten auseinandergelegten Impuls begonnen habe, sondern einfach nur erzählt habe vom Jerusalemer Kasamstag des Jahres 2023. Ich habe als Theologe von einem Erlebnis des Trostes auf einer vollkommen säkularen Veranstaltung berichtet, die gewiss nicht dazu veranstaltet wird, um deutsche Gastdozenten in Jerusalem über Terror und Gewalt hinweg zu trösten. Man könnte allenfalls fragen, ob es für die einheimische Bevölkerung nicht einen Trostcharakter hat, wenn die Demonstration zu Beginn einige Minuten schweigt und an die Toten aller Seiten erinnert wird. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, mich als Theologen hat die ganze Demonstration getröstet. Ungemein getröstet und in mir die Hoffnung bestärkt, dass sich in einer sehr gewalttätigen Region Leben gegenüber Tod letztlich doch durchsetzen kann. Guter Trost, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ja nicht billig und deckt die Welt auch nicht mit einem rosa oder wie auch immer ausgeführten Farbanstrich ab oder zu. Nein, guter Trost vermittelt ja auch nicht unrealistische Hoffnungen auf Wunder, die nie eintreten werden und können. Guter Trost besteht aber auch nicht aus Worten, die lediglich erklären, warum alles so schlimm gekommen ist und dann gar im Zynismus absaufen. Mein Jerusalemer säkulares Trosterlebnis, und Sie merken, darauf kommt es mir an, ein vollkommen säkulares Trosterlebnis am Karsamstag. Also das Erlebnis vor Beginn der christlichen Osternacht habe ich in einer Zeitungskolumne in der vergangenen Woche beschrieben. Nicht alle, die diese Kolumne gelesen und kommentiert haben, konnten verstehen, was gemeint war. Einer schrieb, ist das jetzt die christliche Taufe einer prodemokratischen Demonstration in Israel? Säkularisierte Ostern für mehrheitlich jüdische Israelis? Natürlich habe ich nur und Ihnen gerade auch von mir selbst berichtet, davon, wie mich religiösen Menschen
ein vollkommen säkulares Erlebnis, nämlich die Formung einer neuen Mitte, die ein Staat zurückreklamiert von den Extremen, in deren Hände er zu fallen droht. Eine neue Mitte, die die auseinanderdriftenden gesellschaftlichen Parteien zusammenhält und in Jerusalem, wie ich finde, noch eindrücklicher als anderswo, die feministische, streng orthodoxe, die israelische Araberin, die Drusin. Ich habe nur von mir selbst berichtet, wie mich religiösen Menschen ein säkulares Ereignis ungemein zu trösten vermochte. Das ist eigentlich das stärkste Ostererlebnis dieses Jahres. Das hätte ich natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch am Staatsakt für die Corona-Toten drüben im Konzerthaus explizieren können, das durch den Bundespräsidenten vor einiger Zeit veranstaltet wurde. Auch ein säkularer Akt, ganz wenige Stühle in dem vollkommen leer geräumten Konzerthaus, in dem die normale Bestuhlung nicht mehr stand. Ich hätte das, was ich Ihnen gerade vorführe, auch an der Gedenkstätte für die Toten der Bundeswehr explizieren können, die etwas verschämt, aber sehr eindrücklich an der Rückseite des Komplexes des Bundesverteidigungsministeriums drüben in Berlin-Tiergarten errichtet steht. Natürlich wollte ich niemanden nachträglich taufen. Und selbstverständlich wollte ich die Jerusalemer Demonstrantinnen und Demonstranten nicht zu Osterzeugen erklären. Aber ich wollte Ihnen dokumentieren, dass säkulare Trauerrituale und Trostangebote in einer pluralen Gesellschaft helfen können. Und zwar auch den Religiösen. Und man sich für die Religion vor der berühmten Entzauberung der Welt überhaupt nicht fürchten muss. Denn Trost ist ja so individuell wie die, die getröstet werden sollen. Mein Ostererlebnis war auf der Jerusalemer Demonstration. Trost ist so individuell wie die, die getröstet werden und so individuell wie die, die trösten. Für mich, davon habe ich berichtet. Für mich hatte nicht nur die Demonstration in Jerusalem stark tröstlichen Charakter, sondern natürlich auch die herrlichen alten Osterchoräle, die ich sogar mehrfach im katholischen wie evangelischen Gottesdienst in Jerusalem gesungen habe. In einer pluralen, immer weiter komplexer werdenden Welt, die auch immer mehr auseinanderzudrohen geht, ist mehr Umsicht, mehr Sensibilität beim Trösten vonnöten. Und vermutlich haben viele Menschen wenig Zeit für Trost, sind, wie wir seit der Pandemie wissen, auch viel mehr verzweifelt und brauchen professionelle Hilfe und nicht nur Trost von medizinischen oder psychologischen Laien. Zyniker können nicht trösten, knochentrockene Realisten auch nicht. Insofern ist wichtig, dass auch die Religionen nicht verlernen zu trösten, sich aber auch vor der Zunahme der säkularen Trostangebote überhaupt nicht fürchten. Freilich sollte jede und jeder bei dem eigenen Leisten bleiben. Viele Theologen haben offenbar große Schwierigkeiten beim Trösten. Christliche Theologinnen und Theologen Schwierigkeiten mit der Rede von der Auferstehung der Toten. Über diesen Zustand, dass die alten Professionalitäten ihren Trostcharakter verlernen, bin ich ganz und gar untröstlich. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind ja nicht gekommen, um meine Erlebnisse aus Jerusalem zu hören, sondern Sie sind gekommen, dieses Podium zu hören. Also räume ich jetzt das Mikrofon. Danke nochmals den Partnern. Frau Schwind, es wäre nicht so wunderbar mit dieser Reihe, wenn es Sie nicht gäbe. Das muss man dazu sagen. Und lieber Herr Spahr und lieber Herr Wernken, auch nicht, wenn Sie nicht da wären. Die Mischung von uns allen macht's. Und ich hoffe, Sie haben, auch wenn es ein ernstes Thema ist, heute auch Vergnügen beim Zuhören. Herzlich willkommen, einen schönen Abend.
Trauer und Trost, wie Leben mit dem Stachel Tod, das Berliner Religionsgespräch aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am Gendarmenmarkt. Wir könnten ja denken, bei diesem Thema können alle mitreden, denn, wie der Schauspieler Anthony Hopkins formulierte, keiner von uns kommt lebend hier raus. Aber da stehen drei Begriffe, die ja jeder in eine andere Richtung möchte und die möglicherweise auch ganz unterschiedlich wahrgenommen werden können. Und deshalb sitzen hier auch vier sehr unterschiedliche Menschen, die ihre Herkünfte haben, ihre Zugehörigkeiten, aber eben aus eigenem Recht hier sprechen. Herzlich willkommen, Felix Körner, Inhaber des Nikolaus-Cusanus-Lehrstuhls für Theologie der Religionen an der Berliner Humboldt-Universität, Theologe und Islamwissenschaftler. Sie sind Jesuit. Den Jesuiten sagt man nach, dass sie eine besondere Tradition des Trostes pflegen. Können Sie in wenigen Sätzen sagen, was das ist? Zu Ostern singen wir oft das Lied eines Jesuitendichters. 17. Jahrhundert, Friedrich Spee, Kämpfer gegen den Hexenwahn. Und er verwendet nun das Wort Auferstehung, aber er hat da so ein älteres Wort, Urständ heißt das, und da heißt die ganze Welt, Herr Jesu Christ, in deiner Urständ fröhlich ist. Der besondere Trost, der Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, so besonders spürt und vermittelt, ist, du kannst an allem, was in der Welt geschieht, die Freude Jesu nachempfinden und wiederentdecken. Also der Blick in die Welt, der dir ermöglicht wird durch den Trost des Evangeliums, lässt dich den Trost aus der Welt empfinden und in die Welt hineinsagen. Maike Schult hat den Lehrstuhl für praktische Theologie an der Universität in Marburg inne. Sie ist Theologin und Literaturwissenschaftlerin. Bei Protestanten hat es ja oft den Anschein, dass sie beim Trostspenden theologisch abrüsten und in anderen Feldern Verbündete suchen, also Psychologie, Philosophie, Literatur. Ist das ein Klischee oder ist da was dran? Also, dass wir da abrüsten, würde ich wohl nicht unterschreiben. Ich finde es eigentlich selbstverständlich, mit anderen Berufsgruppen im Kontakt zu sein und seine eigenen theologischen Überzeugungen mit anderen ins Gespräch zu bringen. Das machen wir ja hier auch gerade. Insofern ist das, glaube ich, kein Zeichen von Abrüstung, sondern der Versuch, im Dialog zu bleiben. Jetzt haben Sie so kurz geantwortet, dass ich gar nicht mein Wasser habe. Wir haben in den Berliner Religionsgesprächen oft unterschiedliche Grundüberzeugungen und Glaubenspraxen miteinander verglichen, mal in engeren, mal in weiteren Themenfeldern. Und manch einer fragte, wo ist denn da eigentlich der Platz für diejenigen, die nicht glauben? Beim Thema Tod, Trauer und Trost steht niemand abseits. Die Kulturwissenschaftlerin Jane Redlin arbeitet im Museum Europäischer Kultur in Berlin. Ihre Dissertation trägt den Titel Säkulare Totenrituale. Sie haben sich mit Totenehrung, Staatsbegräbnis und privater Bestattung in der DDR befasst, also in einem Land weitgehender staatlich geförderter Säkularisierung. Was bleibt dennoch bei Trauer und Trost vergleichbar? Ich denke, Trauer und Trost ist etwas, was Menschen unabhängig von ihrem Glauben, ihrer Religion oder ihrem Nichtglauben betrifft, weil es im Leben halt immer irgendwie starke Brüche, Irritationen gibt, die Trauer auslösen. Und für mich war eben die Frage interessant, was passiert mit den Menschen, die sich zumindestens, also die nicht an eine transzendente Macht glauben, aber zum Teil auch Leute, die sich aus religiösen Institutionen herausgelöst haben, was ja nicht immer zwangsläufig bedeutet, dass sie auch nicht gläubig sind. Mhm. Trauer, Trost, das müssen wir nicht unbedingt mit Tod immer in Verbindung setzen. Das autobiografische Langgedicht Fremd, das Michel Friedmann im vergangenen Jahr veröffentlichte, beginnt mit »Ich bin auf einem Friedhof geboren, Schmerz, der keinen Anfang kennt, der kein Ende kennt. Eine Geschichte des Aufwachens als Fremderfahrung. Eine persönliche Geschichte, aber eben nicht nur eine individuelle. Michel Friedmann, Jurist, Philosoph, Medienschaffender. Ich hatte den Eindruck,
Es geht auch darum zu lernen, die Trostlosigkeit der menschlichen Existenz auszuhalten. Oder habe ich das zu dunkel gelesen? Ich weiß gar nicht, ob das dunkel ist. Vielleicht sollten wir lernen, unabhängig der theologischen Erzählungen. Und übrigens, es gibt nicht Gottesreligionen. Also das mit den Gottesreligionen ist noch was anderes als Milliarden Menschen, die an anderen Dingen glauben und religiös sind. Gottesreligionen haben eine ganz eigene nochmal Konstruktion, auch die man nicht unterschätzen darf, die viel autoritärer ist, die sich weitaus mehr auf Absolutismus der Meinung, der Haltung, der Geschichtserzählung richten. Aber ich will nur, weil Sie gesagt haben, ist das dunkel, was wäre, wenn es gar nicht dunkel wäre? Was wäre es, wenn die Akzeptanz des denkenden Menschen, also der einzigen Kreatur auf dieser Welt, die in Reflexion und Bewusstsein ist, sich einfach von sehr früher Zeit, sowohl im Verlust als auch in tröstungskulturellen Aktivitäten, dazu bewegen könnte, zu sagen, genieße diesen Moment des Glücks und den Verlust dieses Glücks. Und ich habe zwei Söhne und bei beiden habe ich etwas erlebt, was ich sehr mit diesem Thema verbunden habe, weil sie, wir sind ja beim Tod. Also die haben ihr, jeder von ihnen hat irgendwann mal ihr Lieblingstierchen verloren. Und ich habe so ein Schluchzen und Trauern über Wochen bei ihnen erlebt. Und ich habe ihnen versucht, klarzumachen, ja, du bist jetzt traurig, aber warum bist du traurig? Weil du über Jahre lang mit diesem Tier, das ein Plüschtier ist, Glück empfunden hast. Und was ist jetzt hell und dunkel? Auch schon die Kategorisierung von dunkel hat wieder das mit dem Teufel, hat schon wieder was mit der Hölle. Wie also eine Farbe ausgewählt wird, auch in unserem Gespräch, ist eine sprachphilosophische Konnotation, die wir dann den ganzen Abend vielleicht mittragen. Deswegen, ich versuchte in diesem Buch deutlich zu machen, dass wenn man einerseits von der narzisstischen Perspektive des Menschen weggeht und andererseits von der Erzählung der drei Weltreligionen, und meine ist ja Vater und Mutter von allen, dass man sich vielleicht ein Stück in diese Natur zurückbegibt und zur Kenntnis nimmt, wie eine Ameise, du kommst, du gehst. Und die Besonderheit, die wir ja erleben und erzählt bekommen, Gott hat die Welt geschaffen, Gott hat die Menschen als Krönung geschaffen, dass wir diese Geschichte etwas zurückdenken und uns vorstellen, wir sind eben doch nicht der Mittelpunkt von allem, sondern wir sind ein Teil des Ganzen und das Leben besteht eben aus Verlusten, permanenten Verlusten. Nur wann empfinde ich Verlust? Wenn ich Glück gefunden habe, wenn ich irgendetwas habe, was mir gut getan hat. Und jetzt stellt sich die Frage, wie wollen wir kulturell den Scheinwerfer legen? Was betonen wir? Das, was wir an Glück hatten und akzeptieren, dass Glück vergänglich ist, weil Leben dynamisch ist, oder legen wir den Fokus eher darauf, so ist es eben und jetzt sind wir traurig. Sie haben dankenswerterweise das gemacht, was ich beim Lesen dann doch empfunden habe, nämlich, dass ich Ihr Buch gar nicht als dunkel wahrgenommen habe, sondern dass das wieder auch ein Vorurteil war vor Beginn des Lesens, so wie das Vorurteil gegenüber Protestanten, die lieber weniger über Transzendenz sprechen, als lieber über Literatur. Aber ich glaube, wir müssen einen Schritt nochmal machen und nochmal uns verständigen. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Trost sprechen? Denn wir haben eben schon bei Michel Friedmann gemerkt, Trost kann etwas ganz anderes sein als eine klassische Form des Vertröstens. Ich komme gerade aus der Türkei zurück. Ich habe da Ostern verbracht. Und ich bin halt als Islamwissenschaftler und eben überhaupt so deutsch ausgebildeter Geisteswissenschaftler jemand, der gerne bei den Wörtern anfängt. Auf Türkisch und auch auf Arabisch heißt Trost Teselli und das kommt von dem Wort vergessen. Also da ist die Erstassoziation, zumindest wenn man auf die Wortwurzeln achtet, naja, dass du es vergessen kannst. Die Köchin, die bei uns in der Jesuitenkommunität in Ankara tätig ist, die musste mir, als ich endlich wieder in Ankara war, die Horrorgeschichten der letzten Wochen erzählen. Die Türkei hat ja dieses verheerende Erdbeben erlebt, mit Syrien zusammen. Und sie ist dann auch ihre Tochter besuchen gefahren, die selber überlebt hat, aber viele andere Menschen eben nur tot bergen konnte oder schwer verletzt. Und die ganzen Geschichten werde ich Ihnen jetzt nicht erzählen. Aber ich habe gemerkt, sie möchte das jetzt erzählen,
bei mir abladen, damit sie das vergessen kann. Das ist sicher eine erste Stufe von Trost. Im Deutschen haben wir das schöne Wort, das ja mit dem Vertrauen, Trust, zusammenhängt und das wirklich eine gute Spur damit legt, dass ich wieder vertrauen kann, dass die Welt doch wieder eine Ordnung sichtbar macht, in der ich einen Sinn spüren kann. Vielleicht noch spannender ist die Erfahrung, die Israel mit seinem Wort bringt, das eben von der hebräischen Wurzel Naham kommt, auch auf Arabisch. Nahama heißt durchatmen. Und ich muss, wenn ich dieses Wort höre und mit Trost in Verbindung bringe, immer an die letzten Stunden unseres Vaters denken. Wir durften alle bei ihm ums Bett herum stehen, als er starb. Und die Schwester, die dabei war, sagte, wir empfehlen Ihnen, halten Sie Ihre Hand schon ihm nahe, lassen Sie ihn die Berührung spüren, aber nicht so, dass Ihre Hand auf seiner Hand zu schwer wird. Also er muss das Gefühl haben, er kann wieder atmen oder noch atmen. Also auch diesen Trostaspekt muss man sicher mithören, nicht nur vergessen können, sondern Vertrauen finden im Sinn und neu atmen können. Ich finde als Philosoph jetzt auch noch, was die Schwierigkeit des Gesprächs ist, metaphysische Begriffe wie Vertrauen und vor allen Dingen Sinn einzuführen, zeigt, dass wir uns in der Komplexität des Denkens und des Fühlens bei solchen Begriffen ja nicht unbedingt synchronisieren können. Das heißt, wir müssen, wenn wir so etwas wie Trauer und Trost und dann solche Begriffe noch verwenden, uns immer bewusst darüber machen, was ist unsere Lebenskonzeption und was ist unsere Konstruktion, die wir als Statik entwickelt haben, um als Mensch das Leben anzunehmen und wie viele kulturelle Elemente sind in der Anerziehung, in der Anerkennung auch von wie trauert man impliziert, aber auch wie weit religiöse Implikationen bei Menschen, die gar nicht religiös sind, immer noch in dieser Kultur stecken. Und ich warne davor, uns mit so unbestimmten Begriffen wie Sinn und Vertrauen dann aus der Affäre zu ziehen. Denn es gibt Denkkonstruktionen, die von dem Chaos ausgehen. Währenddessen Religionen gern deterministisch denken und den Menschen damit erzählen, ich will es nicht werten, aber man muss es aussprechen, es gibt so etwas wie einen grundsätzlichen Sinn der Existenz und es gibt einen Plan, den wir vielleicht nicht verstehen, aber wir sind nur ein kleiner Teil dieses Plans und uns einzureden, wir könnten darauf so einen Einfluss nehmen, dass der Plan zusammenbricht, sei übrigens auch schon von den Religionen etwas, was man als Anmutung, Zumutung, jedenfalls man sollte es nicht tun, denkt. Man kann aber anders denken. Man kann denken, du wirst in diese Welt geworfen, das ist ein biologischer Prozess. Es ist ein Evolutionsprozess und im Rahmen dessen, was wir alle erleben, und wer kennt es nicht, ich habe mir gerade mein Band angerissen, werde ich jetzt nicht fragen, warum ich, gab es dahinter einen Plan, sondern ich würde einfach sagen, das ist das Chaos, ich habe nicht aufgepasst. Warum ich das erzähle, ist Sinn des Lebens, würde ich gerne als eine außerordentlich ideologische Debatte in allen Ebenen, auch in der Chaosebene, in Frage stellen und Vertrauen, ganz ehrlich gesagt, würde ich minimieren auf Individuen. Ich vertraue Institutionen nie. Keine Religionsinstitution, keine Parteiinstitution, keine, alles was Macht hat, ist a priori in Frage zu stellen und nicht mit Vertrauen zu begegnen. Und alles, was man mir da erzählt, empfehle ich Misstrauen. Das ist jetzt gar nicht, weil man dunkel ist, sondern weil man sehr hell ist und begriffen hat, Macht lebt in ihrer Konstruktion nur dadurch, dass sie unterdrückt. Ja, an dieser Stelle würde mich sehr interessieren, was die evangelische Kollegin sagt. Ist Sinn denn wirklich nur so eine gedachte, konstruierte Behauptung, die ich jemandem überziehe, entdecken wir, wenn wir Theologie treiben, egal ob evangelisch, katholisch oder auch mit anderen Religionen, nicht auch, dass gerade in so einem Wort wie Sinn schon
das Gespürte, das Intuierte, das Sinnliche eine Rolle spielt. Wie geht denn da die evangelische Kollegin mit um? Würde mich einfach mal interessieren, ob sie da nicht auch, wie ich so empfinde, hier wird uns mit dem christlichen Zeugnis doch eine arg abstrakte und, ja, das Wort fiel ja, totalitäre Sichtweise angedichtet. Eine der möglichen. Also ich finde es ganz nett, dass Sie mich in das Gespräch bringen, aber ich fürchte, ich kann Ihnen da nur bedingt Schützenhilfe leisten, weil ich den Eindruck habe, dass wir von außen als Institution ohnehin zu schnell als Sinnbeschaffer gelten. Und es gilt in vielen Punkten erstmal Sinnlosigkeit von Ereignissen auszuhalten, nicht nur bei so kleinen Verletzungen, sondern dann auch im Großen und nicht zu schnell mit Erklärungen und Tröstung, falschen Tröstungen dabei zu sein. Es ist sicher richtig, dass Menschen ohne die Sinnkategorie schwer leben können. Das ist ja auch eine Erkenntnis von Viktor Frankl gewesen, des jüdischen Psychologen, der die sogenannte Logotherapie erfunden hat, begründet hat, die Sinntherapie. Aber es bedeutet nicht, dass alles in meinem Leben immer aufgeht. Kein Leben geht auf, auch nicht das Christliche. Und wenn wir es sozusagen so abstrakt importieren in die Leben, könnte ich da nicht so gut mitgehen. Viel überzeugender finde ich die Plüschtiere ihrer Kinder, von denen Sie berichtet haben, denn dazu gibt es eine wunderbare religionspsychologische Studie eines britischen Kinderarztes aus den 50er Jahren. Diese Plüschtiere, die wir vielleicht alle kennen, der Teddy, der in den ersten Lebensjahren belebt wird, die sind dazu da, die Abwesenheit der ersten Bezugspersonen verwinden zu können. Die werden heiß geliebt, die müssen viel Aggression aushalten und sie werden ernsthaft betrauert, wenn sie verloren gehen. Und Winnicott hat das damals die erste kreative Leistung des Menschen genannt. Und ich finde, es wirft nochmal ein Augenmerk darauf, dass Traurigkeit sehr eng mit Kreativität verknüpft ist und wir wahrscheinlich nicht Kreativität ausbilden würden, kreativ sein würden, wenn es nicht auch immer darum ginge, die Traurigkeit im Leben wahrzunehmen. Und das ist mir erstmal näher, als abstrakt Sinn zu beschaffen. Das heißt, Maike Schuld hat jetzt darauf hingewiesen, dass wir vielleicht nicht unbedingt diese großen Begriffe synchronisieren können, aber sehr wohl von der Alltagserfahrung angefangen, über Stationen des Lebens miteinander tatsächlich auch sprechen können. Jane Rettling, wie ist das, wenn man von einer säkularen Position her auf diese Bereiche schaut? Auch da wird man ja sagen, es gibt bestimmte Stationen im Leben, in die ich hinein und hinaus begleite und begleitet werde. Und das braucht einen Raum, dies braucht einen Ort, dies braucht auch eine Struktur. Was haben Sie in Ihren Forschungen dazu entdeckt? Wenn man, sag mal, so über säkulare Rituale forscht, dann tut man das ja, also dann stellt man natürlich logischerweise fest, dass das nicht in einem leeren Raum passiert, sondern dass da ganz viel Reaktion auf das ist, was war, was einen umgibt, von dem man sich absetzt. Und es ist natürlich auch klar, dass gerade weil die Religion so sehr stark mit diesem Tröstungspotenzial eines Lebens nach dem irdischen Tod arbeiten, dass man sich da natürlich, dass man da halt quasi mit konfrontiert wird und die Sinnfrage dann natürlich auch ganz stark gestellt wird. Ich habe festgestellt, dass das halt, also auf der einen Seite, dass es natürlich dann Antworten gibt, die Antworten, die dann gegeben werden, die natürlich auch nicht gerade sehr üppig sind, weil es schon so eine gewisse Sprachlosigkeit auch zur Folge hat, dass sie natürlich sehr stark auf das Jetzt-Leben, auf das Hier-Leben sich orientieren. Und je nachdem, glaube ich auch, wie man sozialisiert ist, wie man auch seine Vorstellung hat von dem Verhältnis von Individuum in der Gesellschaft und der Verantwortung der Gesellschaft für den Einzelnen, dementsprechend auch Antworten findet, die dann in Richtung auch Trost gehen können. Also das, also Trostpotenzial, in der Sorge für den anderen liegt, in der quasi in der Humanität.
der Gemeinschaft. Aber der andere Punkt ist natürlich, was man dann auch feststellt, dass das, das bringe ich mal so den Begriff des Rituals rein, und also als Ethnologen kennen wir quasi dann nochmal so eine Spezifikation des Übergangsrituals, also Rituale, die angewendet werden oder praktiziert werden, wenn sich Leute in besonders schwierigen oder eklatanten Lebensumbrüchen befinden. Die müssen nicht immer nur von schwerer emotionaler Tragweite sein. Das kann zum Beispiel eine Geburt sein. Also das kennen Sie ja wahrscheinlich in allen Religionen, diese klassischen Übergangsphasen. Also ein Kind wird geboren, der Übergang ins Erwachsenenalter, die Hochzeit und dann eben auch die Bestattung. Das ist da auch für den säkularen Menschen Bedürfnisse gibt oder vielleicht sozusagen das eine Hilfe sein kann, wenn man sich an rituellen gesetzten Formen sozusagen auch orientieren kann. Ist das bei dem, was Sie erforscht haben, sind das jetzt quasi Rituale, die aus einer Tradition kommen, minus Transzendenz, oder haben in der Arbeiterbewegung in der DDR, aber auch bei westdeutschen Humanisten, hat es da eigene Entwicklungen gegeben? Naja, ich habe mich ja erstmal gefragt, was gibt es überhaupt? Was gibt es? Wo kommt es her? Was ist übernommen worden? Was ist fortgelassen worden? Was ist Neues entwickelt worden? Wer hat sich darum gekümmert? Also wer hat sozusagen die institutionelle Verantwortung dafür übernommen oder eben auch nicht? Also das waren quasi meine Fragestellungen, und ist im Ergebnis, also in der Kurzform, ist dabei natürlich rausgekommen, dass man sich an kulturellen Vorbildern orientiert hat, dass man Elemente, die sozusagen also zu stark religiös intendiert war, die man nicht transformieren konnte, die hat man weggelassen, die anderen hat man mit übernommen, und im Ergebnis, da sage ich jetzt mal, eine eingeschmolzene rituelle Konstruktion gehabt und so richtig ganz neue Dinge eigentlich hat man eigentlich eher weniger entwickelt. Also jetzt im Bereich der Totenrituale muss man jetzt sagen, in anderen Bereichen sah das anders aus, aber im Bereich der Totenrituale, und das hat natürlich mit Sicherheit auch damit zu tun, dass es sehr lange nicht im Fokus von machtpolitischen Institutionen lag. Rituale werden ja nicht plötzlich erfunden, und niemand kann alleine einem Ritual folgen, Wittgenstein, niemand kann alleine einer Regel folgen, sondern sie werden ja immer sozusagen in Gemeinschaft praktiziert, und die Frage, wie sehr an die Wirkmächtigkeit dieser Rituale geglaubt wird, ist ja noch eine zweite Frage. Und deshalb lassen Sie uns einen Moment noch mal bei den Ritualen bleiben und die Frage, was hilft uns das bei unserem Thema? Wo ist es möglicherweise auch, wo verstellt es möglicherweise auch den Blick auf das, was wir eigentlich herausarbeiten möchten? Es passt mir wirklich sehr gut, dass ich diese Frage heute gestellt bekomme, denn wir beginnen diese Woche mit dem neuen Semester. Im letzten Semester hatte ich eine Vorlesung über die politische Theologie, und darin saß ein junger Muslim, der schon bei der Kriminalpolizei arbeitet, aber jetzt islamische Theologie studiert und sich dann eben auch für den katholischen Theologen interessierte. Und der sagt, ich komme wieder, wenn Sie nächstes Jahr etwas über die Rituale machen. Und deswegen gibt es dieses Jahr, ab nächste Woche, eine Vorlesung zu den Ritualen der Religionen. Und seitdem ich das im Kopf habe, beobachte ich auch überall Rituale, säkulare und nicht säkulare. Und Sie machen mich jetzt auf einen Aspekt aufmerksam, den ich hier wirklich nochmal ganz klar machen muss. Nämlich die Gefahr von ritualisierter Denkweise. Die Türkei hat sich unter den ersten Jahren Erdogans wieder getraut, öffentlich Religion zu zeigen. Und der
Strumpfhändler an der Ecke bei der Kirche in Ankara sagte mir, als ich früher da gelebt hatte und am Morgen er nach seiner Zeitungslektüre irgendwie erfahren hatte, dass was Schlimmes passiert sei, deutet auf den Artikel und sagt, Allah-Tan, das kommt von Gott. Das sagt er heute nicht mehr. Der ist genauso gläubig. Aber er sieht jetzt, wie gefährlich es ist, dass jetzt zu verarbeitende Erdbeben als Allah-Tan von Gott zu erklären. Denn er sieht, dass diese verbrecherische Amnestie von korrupten Baumaßnahmen, von denen man von Anfang an sah, die halten ein Erdbeben nicht aus, ein Verbrechen ist, das aufgeklärt gehört und das nicht mit der Behauptung Allah-Tan schon überdeckt werden kann und deswegen akzeptiert werden muss. Also die Gefahr von ritualisierter Denke, dann zu sagen, ja, die Menschen haben ja keine Verantwortung. Doch! Also ich höre mir das wirklich an. Erstens ist das eine Einzelgeschichte mit ihrer Interpretation und zweitens führt sie mich zu ihrer wahrscheinlich nicht angenehmen Theodizee-Frage bei Auschwitz. Man muss sich schon ein bisschen entscheiden. Also wenn der Mensch allein verantwortlich ist, sein ganzes Leben, dann können wir auch Gott ein bisschen außen vor lassen. Und wenn doch eine Beziehung zwischen Mensch und Gott dank der Kirche und anderen Institutionen immer wieder hergestellt wird, kann man sich als Kirchenvertreter nicht immer rausreden und sagen, nein, das ist jetzt nur die Verantwortung von Menschen. Das halte ich für einen Widerspruch, der für mich jedenfalls noch nicht rational aufgeklärt ist. Das ist das eine. Zweitens, ich komme zurück auf Ihre Einführung. Ganz ehrlich gesagt, diese drei Frauen konnten in Jerusalem anders als in Teheran auftreten, weil bei allem Kritischen, was sie sagen, in Israel die Demokratie noch herrscht. Und das Besondere, was sie als Trost empfinden, ist, dass Demokratie eben dann funktioniert, wenn es Demokraten und Demokratinnen gibt, die sich dann auch hinstellen. Man könnte sich fragen, warum wir uns so wenig hinstellen. Wahrscheinlich auch irgendwas mit Gott. Und die Frage, die Sie dreimal angesprochen haben, Sie als religiös denkender Mensch haben in einem säkularen Prozess Trost empfunden. Ja, warum eigentlich nicht? Wo ist der Widerspruch? Denn Trost, glaube ich, ist etwas, was sich in einer ganz anderen Ebene bewegt als die Rituale, von denen auch wir immer sprechen. Sie ist so viel schichtiger und sie hat eigentlich etwas mit Ermutigung zu tun. Sie hat damit zu tun, dass wir uns in einer Welt auch einfinden und bereit sind, sie so anzunehmen, dass immer wieder alles, was wir als umgesetzt empfinden, nicht mal für den Moment, wo wir es in dem Moment empfinden, noch umgesetzt ist. Also, dass die Realität so extrem unsicher und dynamisch ist. Und jetzt komme ich wieder drauf. Und dann braucht man diese drei Frauen. Und wenn sie nicht da gewesen wären, hätten sie keinen Trost empfunden. Aber das Wichtigste an diesen drei Frauen ist, sie haben sich engagiert. Warum ich das erzähle, ist, weil ich glaube, dass das mit Trauer und Trost genauso ist. Das hat etwas mit Empathie zu tun, um mal über ganz andere Begriffe zu sprechen. Das Lernen von Empathie ist aber etwas, was leider nicht nur nicht ritualisiert ist, sondern in gewissen Gesellschaften sogar eher, na, sie kommen mir jetzt doch zu nahe, empfunden wird. Empathie hat was damit zu tun, dass wir lernen, dass über Gefühle zu reden, und zwar in Worte, ein intellektuell-kognitiver Prozess ist. Aber wo lernen wir solche Empathien? Empathie bedeutet, jetzt kann man das mit unseren Religionen nochmal vergleichen, dem Nächsten so nah zu sein wie sich, also mit zu freuen, mitzuleiden, da zu sein. Und ob ich meine Hand auf die Hand meiner Mutter gelegt habe, war weder religiös begründet, noch irgendwie anders intellektuell begründet, außer, dass ich ihre warme Hand noch einmal halten wollte. Ich wollte sie noch spüren, weil ich wusste, in einigen Stunden spüre ich sie nicht mehr. Aber bei all dem, worüber wir sprechen, versuche ich ein bisschen aus eben vielerlei Rituale, auch die Gefahr des Rituals zu beschreiben. Wenn du dich nicht nach dem Ritual hältst in solchen
ideologischen, auch religiösen ideologischen Konzepten, dann wirst du von der Gesellschaft auch oft komisch angeschaut. Also die ursprünglichen Erwartungen, die Frauen müssen schwarz tragen, es gibt eine ganz bestimmte Karenzzeit, wo man sich nicht mehr verlieben darf. Ja, was ist, wenn du dich verliebst? All dies sind ja, und jetzt komme ich noch mal drauf, Angstsanktionen. Und Religionen arbeiten auch den Tod auf, indem sie das Leben mit beeinflussen, wie man lebt, weil man könnte nach oben oder nach unten kommen. Das macht mich wenigstens nachdenklich. Mehr wollte ich nicht sagen. Und ich weiß übrigens bis heute nicht, ob ich nicht lieber nach unten gehen möchte. Also bei Dante ist, ich sage es ganz offen, das Inferno das spannendste der drei Teile in der göttlichen Komödie. Also da hat er mehr erfinden können. Ich bleibe mal bei dieser Frage Angstsanktionen und die Frage, möglicherweise gibt es ja auch Rituale, die offen sind, die sich anschmiegen können, weniger quasi streng vorgeben. Ermutigung durch Rituale, Maike Schuld. Was könnten wir uns da vorstellen? Als Gegenentwurf zu dem, was Michel Friedmann hier als Angstsanktion bezeichnet hat. Also erstmal hat er ja mit vielem da recht. Es ist die Möglichkeit, über Rituale, das Rituale ins Erstarren bringen, dass sie nur vordergründig Halt geben, dass sie als Kontrollfunktion eingesetzt würden einer Gruppe Einzelnen gegenüber, ob die sich richtig und falsch verhalten. Auf der anderen Seite, und da würde ich jetzt aus Sicht der Seelsorge mal sprechen, denn das ist mein eigentlicher Arbeitsbereich und nicht so sehr dogmatische, abstrakte Fragestellungen, sondern eben die individuellen Fälle, da wo es für Menschen Realität wird, worüber wir jetzt hier abstrakt sprechen. Und da glaube ich schon, dass das Eingeübtsein in gewisse Formen von Ritualen durchaus Halt geben kann. Es ist ja recht schwierig, bei großen Verlusterlebnissen, die mit so viel Verunsicherung und Trauer verbunden sind, alles von vorne auch noch zu erfinden. Und diese Art von Holding, sagen wir in der Seelsorge, kann die Beziehung zu einem Seelsorger, einer Seelsorgerin geben, aber auch Familien untereinander, wenn sie genügend Kräfte haben und darin auch ein Stück geübt sind, solche unangenehmen Gefühle überhaupt miteinander zu teilen. Das ist alles schon gar nicht mehr selbstverständlich. Und das Ritual kann dann helfen, zum Beispiel eine Beerdigung überhaupt zu gestalten. Wie komme ich von A nach B? Und das muss auch noch nicht dasselbe sein, wie ein totes Ritual dem Raum zu geben. Also insofern, glaube ich, gilt beides. Und bei der aber so hoch individualisierten Gesellschaft, wie wir sie heute haben, ist es manchmal fast eine Leerstelle, woran, wie an einem Handlauf quasi, wenn ich eine Treppe runtergehe, worum kann ich überhaupt eine gewisse Form von Orientierung finden? Da sind Menschen sehr ungeübt, welches Gebet oder Psalmwort, auch irgendetwas anderes, nicht Biblisches, kann ich überhaupt abrufen jetzt in so einer Situation, die mir die Sprache verschlägt. Aber können wir das auch abrufen ohne Psalmen? Das ist ja das, was ich nur versuche, immer wieder einzubringen. Ich glaube, wo Sie absolut recht haben, und das ist kein Ritual, das ist urmenschlich, dass wir Menschen brauchen. Wir sind soziale Wesen, das sind wir schon, wenn wir als Babys auf die Welt kommen. Wir wissen, wir sind in Überlebensfragen auf andere Menschen angewiesen. Ob das jetzt Menschen sind, die ich individuell mit meinem Vertrauen behafte, weil es sich bewährt hat, auch wenn Krisen in diesen Freundschaften waren. Aber ich glaube schon, und da gebe ich uns recht, aber ich weiß nicht, ob das ein Ritual ist oder ein urnatürlicher Zustand. Wenn wir in Katastrophen leben, brauchen wir Menschen. Wir brauchen Menschen. Das ist eine soziologische, evolutionäre Unvermeidlichkeit. Die Erfahrung, auch wenn sie tief unbewusst und nicht erinnert ist, dass jedes Baby stirbt, wenn Menschen nicht zur Verfügung stehen und selbst wenn es die Eltern nicht wären, Menschen sich um dich kümmern, brauchst du, glaube ich jedenfalls, als Grunderfahrung in existenziellen Momenten. Das muss nicht nur der Tod sein. Und ich glaube, dass das etwas ist, dass wenn die Menschen da sind, das vielleicht mit auch dem Begriff Trost betitelt werden kann, aber es ist auf jeden Fall die Statik der Existenz, die sich fortsetzt. Da bin ich ganz bei Ihnen. Was das im Einzelnen in der interpersonellen Beziehung bedeutet, was sich dann Menschen erzählen, vielleicht auch gar nichts erzählen, sondern kochen,
für den anderen. Das würde ich so gerne diesem individuellen Ansatz lassen. Ich verstehe diese Ritualisierung selbst auch sehr gut. Noch einmal, ich habe dreimal dem Tod, ich habe nur drei Menschen gehabt, die übrig geblieben sind, von der Shoah erlebt, und ich bin verzweifelt. Ich war nicht trostbereit. Das muss man vielleicht auch noch mal einführen, dass man ja auch bereit sein muss zum getröstet werden. Das war ich nicht. Ich hatte meine Freunde und alles hat wirklich wunderbar funktioniert. Aber mein Schmerz, ich kann das jetzt nur individuell erzählen, war etwas, was ich auch nicht loslassen konnte. Oder der Schmerz ließ mich nicht los. Jetzt ist die Frage, gehe ich lieber zum Rabbiner oder zum Psychotherapeuten? Und diese Frage stelle ich jedenfalls in den Raum, damit wir nicht einseitig nur über solche auch Phänomenologien reden. Oder koche ich mit Freunden, aber wie beim Kochen, genauso wie wenn ich einen Psalm sprechen möchte oder vielleicht ein Eichendorff-Gedicht. Ich muss ein bisschen wissen, wie es geht. Also ich brauche neben der Empathie auch Handwerk oder etwas, was ich abrufen kann, um getröstet zu sein. Nein, um zu, ich brauche nur Mensch sein. Das ist der Punkt, den ich versuche zu sagen. Ich muss Mensch sein. Und als Mensch spüre ich eine ernst gemeinte Empathie und den Willen, meinen Schmerz von dem, der neben mir ist, auszuhalten. Auch das. Dann frage ich brauche dafür keine, ich kenne trostprofessionalisierte Menschen. Aber sie erreichen nicht deswegen unbedingt, um mal einen Begriff auch zu nehmen, der in der Theologie ist, die Seele des zu trösten. Denn es ist ein interpersoneller Prozess, den wir aber auch institutionell anbieten können, ritualisieren können. Aber es kommt ein Pfarrer oder ein Rabbiner vorbei, der überhaupt nichts mit mir zu tun hat, der wird mich nicht trösten können. Dann frage ich die anderen, reicht das? Was wir eben gehört haben. Da gehen überall die Hände hoch. Also ich habe jetzt nur zwei, drei Gedanken dazu. Also auf Ihre Frage, wo gehe ich hin, würde ich sagen, gehen Sie dorthin, wo Sie aus Ihrer Sicht am meisten Trost finden oder hoffen zu finden. Das andere ist, also das Wort, das Sie auch öfter benutzt haben, Menschlichkeit, Gemeinschaft, jemanden wirklich gegenüber haben, der Empathie empfindet, das ist eigentlich auch ein wichtiges Element von eigentlichem Ritual. Also wenn jemand, also so wie es zum Beispiel die Ethnologie definiert, also wenn jetzt jemand jeden Tag immer zur selben Stunde sagt, meine Zahnbürste ist schön, dann ist es aus der Sicht der Ethnologen kein Ritual, kein wirkliches Ritual, auch im Sinne von, was dann greift bei den Übergangsritualen. Da ist sozusagen die Gemeinschaft und der Mensch gegenüber, die Gruppe von essentieller Bedeutung und es überhaupt als solches zu definieren oder zu praktizieren. Und der dritte Aspekt, den ich noch sagen wollte, ich denke, dass Rituale gerade im Übergangsbereich eine gewisse Statik brauchen, um in einer sehr, sehr schwierigen Situation die Chance zu geben, jemanden eine Orientierung an die Hand zu geben. Das bedeutet also nicht zwangsläufig, dass alles, was individuell ist, nicht mehr greift. Aber wenn ich jetzt also eine Trauergemeinschaft von 20 sehr individuellen Menschen habe und sie alle haben einen anderen Menschen, der sie verbindet, zu betrauern und zu begleiten, die dann in solcher hochemotionalen Situation irgendwie zusammenzubringen und daraus irgendetwas zu tun, was man dann tut, das kann so unfassbar anstrengend sein, dass es, glaube ich, manchmal auch hilfreich ist, wenn man so zumindest eine Grundorientierung hat, so an der man sich dann sozusagen bewegen kann und dann von dort aus eben auch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten hat. Felix Körner? Dann mache ich los. Es kann Rituale, die neu erfunden sind, geschaffen sind in den letzten 50, 70 Jahren, geben und es kann für Menschen passen. Aber der Clou
von vielen Ritualen und deswegen auch die von mir nicht so ganz verstandene Skepsis als ein Psalm hier als Vorschlag fällt und Sie sagen, warum muss es denn ein Psalm sein? Das Große an vielen Ritualen und an vielen Trostgeschichten ist doch, ich darf zu einer alten Geschichte gehören und die weitertragen und weitererleben. Und dieser Psalm, der wird seit 3000 Jahren gebetet und als trostvoll erfunden und ich darf mich da hineinklinken. Also das gehört doch auch sehr stark zur Empfindung vieler Menschen, die da Zugehörigkeit erleben. Und deswegen bin ich auch ziemlich skeptisch gegenüber solchen Erfindungen von schnell. Aber Sie haben doch gerade selbst gesagt, dass Sie vor 2000 Jahren was erfunden haben. Das haben Sie gerade gesagt, das ist erfunden worden vor 2000 Jahren, das war Ihr Wort. Ja, also da muss ich also auch skeptisch sein. Kein Problem. Sie sind skeptisch bei Erfindungen, aber Sie erfinden selbst. Also erfunden. Haben Sie gesagt, nicht ich. Mag sein. Also ich Freudscher Versprecher, ich verstehe. Ja, sehr schön. Es ist ja ehrlich. Kein Problem. Erfinden Psalm ist ja ohnehin manchmal das Gleiche. Da halten wir uns jetzt auch gar nicht groß dran auf, sondern die Erfahrung einer Kollegin, die hier in Berlin mit muslimischen, evangelischen und katholischen Theologiestudierenden in heilige Räume geht und sagt, es gibt eine ganze Reihe von denen, die haben interessantes Wort, das ich an der Erzählung gelernt habe. Es gibt eine ganze Reihe von Studierenden, die haben kein Körperwissen mehr. Sie hatten nämlich mal gefragt, was kann man denn da lernen? Also wenn jemand Ministrantin, Messdiener war oder auch die Muslima, die plötzlich vor einer Marienstatue steht und sagt, hier kann ich Ehrfurcht empfinden, die hat etwas in ihrer Tradition empfinden gelernt, was sie nun öffnet in einer neuen Situation, einfach auch zu sagen, ja, hier kann ich etwas spüren, was mir wirklich weiterhilft. Nur, ich habe einen Freund, der evangelikal orientierter anglikanischer Priester ist, der hatte nämlich genau dieses Problem. Seine Bischöfe rieten ihm, geh doch mal zum Psychologen. Und er regt sich über seine Bischöfe auf und sagt, gibt es denn nicht, biblisches Wort, ich habe es erst selber nicht verstanden, gibt es denn keinen Balsam in Gilead? Er meinte, hat denn das Christentum nicht selber genug Trost, Kraft? Warum muss ich dann noch zum Psychologen gehen? Mir wurde dann, als er mir das vortrug, klar, du brauchst manchmal, damit der Balsam überhaupt in deine Haut einziehen kann, erst eine Hilfe, dass deine Haut vorbereitet, vielleicht gewaschen wird. Und der Psychologe, der bringt dich nicht weg von diesem Balsam, sondern der verhilft dir dazu, dann wirklich diesen Thron zu großen. Also wenn ich muss es nochmal aufgreifen. Weil es so nicht erzählt ist. Moment, weil es so nicht erzählt ist. Also erst einmal, Rituale und religiöser Trost entsteht nicht vor 2000 Jahren, sondern schon vor 6000 Jahren. Wenn wir aber wissen, dass Menschen schon vor diesen Religionen Jahrtausende existiert haben, dann braucht es nicht unbedingt, was davor und danach ist. Und vielleicht werden wir in 2000 Jahren wieder andere kollektive Rituale haben. Mich bedrängt nur, wenn man das eigene auf jeden Fall so durchhalten muss, was ich nicht muss, um dann auch noch mal so eine Geschichte mit Balsam und Psychologen zu tun. Die meisten Menschen brauchen weder die Kirche noch den Psychologen. Die meisten Menschen müssten sich vielleicht, um den dritten Begriff mal einzuführen in unser Gespräch, mit dem Tod und damit mit dem Leben ein bisschen bewusster auseinandersetzen. Und in diesem Thema ist ja bereits wieder das Dunkle drin, Stacheltod. Also damit ist doch alles markiert. Fragen, warum wir das alles so markiert haben? Sie wissen genau, warum dieser Untertitel da ist, weil es ist ein Zitat. Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, dein Sieg? Ich hätte auch andere Zitate nehmen. Natürlich. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass wir schon bereits markiert mit diesem Begriff über etwas reden, was der Tod metaphysisch
religiös interpretiert, weltlich interpretiert, unter Religiösen, die nicht Gottesreligionen sind, sehr unterschiedlich gelebt wird, weil das Leben dadurch anders gelebt wird. Ja, und deshalb habe ich ja am Anfang gesagt, hier sitzen vier Menschen und es könnten ja auch viele andere sitzen, die wieder, die, dann wäre die Diskussion eine ganz andere und dann wären wir auch woanders hingekommen. Markieren müssen wir letztlich irgendwie immer. Wir müssen nur wissen, dass wir das tun und uns gegebenenfalls davon auch wieder zurückziehen. Jetzt Maike Schuld, Sie sind dran. Also ich möchte zwei Dinge sagen. Das erste ist, mir leuchten die Polarisierung überhaupt nicht ein. Ich finde, man kann zu einem Rabbiner, einer Seelsorgerin und einem Psychologen gehen. Und es gibt ja übrigens auch viele, die beide Ausbildung haben. Das werden Sie mir vielleicht wieder protestantisch anlasten wollen. Ich finde das eher ein Reichtum, dass ich mich nicht ständig künstlich zwischen Welten entscheiden muss. Viele Menschen gehen überhaupt nicht zu so einer Art, sagen wir mal, professioneller Hilfe und finden dort, wo sie scheinbar unprofessionell begleitet werden, große menschliche Hilfe, weil es manchmal um ganz basale Dinge geht, für die man gar keine besondere Ausbildung braucht. Ich möchte aber nochmal auf den zweiten Punkt zurückkommen, weil mir das gerade auch vor dem Hintergrund des Holocaust nochmal sehr einleuchtet. Auf der einen Seite der Wert menschlicher Gemeinschaft, sich einfach vielleicht in Präsenz miteinander zu sein, miteinander etwas auszuhalten. Ich mache aber auch viel Arbeit im Bereich Traumaforschung und es gibt eben viele Menschen, die von anderen Menschen so viel Schlechtes erlebt haben, dass sie überhaupt nicht mehr mit anderen Menschen in einem Raum sein können. Schon gar nicht in intimen Räumen von psychologischer Beratung oder anders. Und ich erinnere mich an einen Fall, wo eine Frau gesagt hat, der einzige Ort, an dem ich noch glauben kann, dass mir von Menschen Gutes entgegenkommt, ist die Literatur. Da bin ich mit anderen, aber ich bin auch in Frieden gelassen von anderen Menschen. Aber über den Umweg der Kultur, so könnte man vielleicht sagen, kann man auch eine Form von Gemeinschaft leben, die sich nicht im Realen mehr leben lässt. Ja. Weil Literatur in der Regel auch individuelle Angebote macht und nicht von mir gleich verlangt, also es gibt auch solche Literatur, dazu zu gehören. Und Sie selber haben ja auch über solche Dinge auch gearbeitet. Ich würde trotzdem gerne den Punkt bringen, weil manchmal heißt es, wenn es große Katastrophen gibt, wenn es Naturkatastrophen, Anschläge oder die Corona-Pandemie gibt, dann muss es am Ende in einer Gesellschaft eine gemeinsame Form des Erinnerns, des Gedenkens, des Trauerns geben. Es ist davon gesprochen worden, im Konzerthaus eine säkulare Veranstaltung. Und die Frage ist, nach dem, was ich jetzt hier so gehört habe, das ist eigentlich eine Hybris, weil nicht die Menschen sich in einem bestimmten Raum, in einer bestimmten Form wirklich wiederfinden. Da haben Sie recht, aber wir sind jetzt auf einer politischen Ebene. Die gesellschaftspolitische Ebene dieses Rituals ist die Anerkennung, meist durch den Bundespräsidenten, hoffentlich mal durch eine Bundespräsidentin repräsentiert, dass die Gemeinschaft auch in diesem Augenblick sich in diese Gemeinschaft der Trauernden solidarisch wiederfindet. Das ist eine Erwartungshaltung, die bei solchen Katastrophen auch mit Halbmastsymbolik und Ähnlichem dargestellt wird. Ich halte das für eine andere Ebene der Diskussion, wobei man auch diese hinterfragen könnte. Und sie kann nur säkular sein. Ich bin als Jude immer draußen gewesen beim ökumenischen Gottesdienst. Und was ist, wenn ein Jude oder eine Jüdin auch Opfer eines solchen Unglücks war? Auch da muss ich doch sehr skeptisch nochmal anfragen, ob diese Offenheit in unserer Gesellschaft, auch was Muslime angeht, immer repräsentiert war. Und was da auch für Machtrituale sich widerstehen, das muss gar nicht so bewusst gewollt sein. Aber diese Selbstverständlichkeit, die will ich gerne nochmal bei so einem Beispiel in Frage stellen. Deswegen ist es mir lieber, es macht ein Bundespräsident. Das will ich dazu nur sagen. Also wir brauchen... Also ich habe in der Palliativstation sehr viel gearbeitet und ich habe zu diesem Thema von heute einfach so viele unterschiedliche Reaktionen erlebt, sowohl von Menschen, die sterben,
als auch von Angehörigen und Freunden. Ich bin seitdem sowieso sehr viel vorsichtiger geworden. Und mir ist auch nicht klar, das geht momentan durcheinander, Trauer und Trost. Ist der Trost, über den wir reden, den wir dem Sterbenden geben? Oder reden wir über den Trost, den der Trauernde danach braucht? Das will ich nochmal auseinanderholen. Und dazu würde ich auch sehr gerne sagen, ich kann jetzt nur von ich sprechen. Jedes Mal, wenn ich auf einem Friedhof war und jemanden begleitet habe, den ich lieb hatte oder der eine Bedeutung in meinem Leben hat, habe ich getrauert um die Menschen. Aber ich gebe zu, ich habe dann in dem Moment auch um mich getrauert. Ich habe darüber getrauert, dass mein Leben endlich ist. Das ist eine furchtbare Kränkung. Das muss man als Mensch auch anerkennen. Es kränkt uns ja schon, älter zu werden. Darum beneiden wir Jugend. Naja, kommen Sie in mein Alter. Ich bin nah dran. Ich will damit nur andeuten, ich versuche auch an diesen Beiträgen die Differenzierung nochmal darzustellen. Unabhängig davon, was weltliche Kollektive, religiöse Kollektive und andere Kollektive dann mitorganisieren. Aber die Individualisierung halte ich für eine große Chance. Also mit anderen Worten, ich wünsche Menschen, dass sie sehr viel freier werden, sowohl wenn sie sterben, denn das ist der Vorgang vor dem Tod, als auch Menschen, die sie begleiten, dass sie in ihrer individualisierten Beziehung das erfüllen, was sie dann als Trost von ihrem eigenen Verhalten empfinden gegenüber dem Menschen, den sie begleitet haben. Der Staat kann schon auch in seinen Feierlichkeiten gelegentlich Menschen einfach eine Bestätigung, eine Anerkennung und insofern auch einen Trost bieten. Aber was Menschen, gerade wenn sie religiös sensibel sind, brauchen, ist auch eine Antwort auf diese Frage: Gibt es denn einen Trost über den Tod hinaus? Und da haben wir natürlich auch schön, dass wir dieses Thema gerade in den Osterwochen. Auch in den Pesachwochen. Wobei jetzt Pesach nicht so sehr mit Auferstehung zu tun hat. Nein, wir haben auch noch nicht Jesus, das werden Sie verstehen. Aber wenn wir also interreligiös sprechen, ich rede heute als Jude hier auch, weil wir auch Feiertage haben. Ja, nicht nur Sie haben Feiertage. Sehr schön. Übrigens, die Muslime haben Ramadan. Ja, selbstverständlich. Mein wissenschaftlicher Mitarbeiter ist ein orthodoxer Rabbiner. Was mir nicht sagt. In dem Zusammenhang? Okay. Der mir natürlich und uns am Institut und in der Humboldt-Universität auch sehr schön diese Festkultur präsent hält. Ich wollte aber jetzt nochmal speziell von Ostern sagen, natürlich wollen religiöse Menschen auch daran erinnert werden, dass wir, gerade unsere drei Religionen, eben auch eine über dieses Leben hinausgehende Botschaft haben. Jetzt gibt es in Berlin dieses ursprünglich von evangelischer Seite ausgehende, aber nun auch wirklich christlicherseits breitgetragene, muslimischerseits mitgetragene, jüdischerseits mitgetragene Projekt, ein religiöses Gebäude zu errichten, in dem eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee sich um einen gemeinsamen Raum gruppieren. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, House of One, da kann man dann kritisieren und leider war das katholischerseits am Anfang auch der Fall. Naja, das ist doch eine Gemeinde, ohne dass es da wirklich ein Kirchenvolk, ein Gottesvolk, ein gläubiges Volk gibt. Das ist so eine Konstruktion von oben. Ja, das entwickelt sich aber und das hat eine wichtige Funktion und deswegen bin ich froh, dass die verschiedenen Religionsgemeinschaften das jetzt auch mittragen und da dann auch in ihren Eigentraditionen und gemeinsam feiern können, ohne sagen zu müssen, wir decken damit alle Menschen in Deutschland ab oder wir repräsentieren hier alle Fragestellungen und Zweifel. Aber diesen Zuspruch hinaus rufen zu dürfen, wir bezeugen gemeinsam, dass es nicht nur dieses Leben gibt, den wollen wir gemeinsam geben und das ist eine wichtige Aufgabe, für die auch viele Menschen in unseren Breiten uns dankbar sind. Wir sind an einem weiteren wichtigen Punkt angelangt, nämlich bei der Frage von Orten. Orte, in denen ich Anerkennung bekomme, in denen ich meiner Trauer Raum geben kann,
in denen ich getröstet werde. Nun, wenn wir wieder auf die Tradition schauen, das waren früher unter anderem auch die Friedhöfe. Wenn ich in Berlin über die Friedhöfe gehe, habe ich den Eindruck, die sterben langsam dahin. Es sind nur noch wenige Ecken überhaupt benutzt. Es gibt sehr viele Vorstellungen von Menschen, die sagen, ich möchte hinterher verschwinden, es soll nichts mehr übrig sein oder anonym beigesetzt werden, oder aber meine Angehörigen sollen mich als Diamant mit sich tragen. Wie wichtig sind eigentlich diese aufsuchbaren Orte, auch in einer sehr individualisierten Gesellschaft? Welche Sorge sollten wir da tragen, sie nicht grundlos zu überbauen, zum Beispiel, was man in Berlin auch gerne machen möchte? Sie haben das Wort individuell ja schon gesagt. Ich glaube, die Bedeutung von Friedhöfen ist, oder des Grabes ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch verschiedene Formen, wie ich quasi trauern oder Kontakt mit dem Verstorbenen halten kann. Das kann auch, sag ich jetzt mal, ein Bild in meiner eigenen Wohnung sein und mit einer Kerze oder was auch immer, dass ich an Orte gehe, wo die wichtig für ihn waren oder Gegenstände, die wichtig waren. Ich glaube, es stimmt gar nicht, dass die Friedhöfe im Verschwinden sind. Es ist eigentlich eher in den letzten Jahrzehnten so, dass die Friedhöfe müssen ja quasi vorgehalten werden, die Flächen. Und im Zuge der Zunahme der Feuerbestattung heißt dementsprechend weniger Grabflächen werden benutzt, haben wir eigentlich sehr lange eigentlich quasi zu viele Flächen vorgehalten. Im Friedhofsbereich. Und die Frage ist natürlich eher, welche Formen wählen die Leute und sind sich dann die Verstorbenen ihrer Entscheidung bewusst und manchmal auch die Angehörigen, was dann ihre Entscheidung bedeutet für ihren Trauerprozess. Und ich glaube, sie wissen es manchmal nicht oder schätzen es nicht entsprechend ein, also gerade was so in Richtung anonyme Beisetzung geht. Oft ist es so, dass das ist der klassische Satz, ich möchte meinen Angehörigen nicht diese Last aufbürden. So, was mich natürlich dann zu dem Gedanken führt, okay, wie komme ich auf so eine Idee? Also scheinbar war es mir selber eine Last oder demjenigen, der es gesagt hat, so eine Grabpflege, dann war das wahrscheinlich nicht mehr die adäquate Form des Trauerns für ihn über so einen langen Prozess. Und dann ist natürlich die Frage wieder soziale Kontrolle. Wie wirkt denn soziale Kontrolle in solchen Punkten? Auf der anderen Seite hat man eben auch, dass sich die Verstorbenen oder dann die Angehörigen für eine anonyme Beisetzung entscheiden und nachdem sie sich entschieden haben, erst feststellen, oh, mir fehlt diese lokale Fixierung des Grabes, wo ist der Verstorbene? Und in diesem bewegenden Aktionen befinden wir uns, glaube ich. Und ja. Sie beschreiben damit auch etwas, was Michel Friedmann eben angemahnt hat, nämlich wir sollten über den Tod sprechen, damit wir über das Leben sprechen, denn das geht ja an der Stelle, ist das ja der entscheidende Punkt. Ich will nochmal den Punkt des Ortes machen. Wir brauchen Orte, Raum. Michael Schult, ist es egal, welche das sind? Wie sollen wir an der Stelle... Vielleicht, wir werden keinen Konsens herstellen, wir werden noch nicht mal die Individualität überbrücken können, aber welche Angebote muss es da geben? Also ich halte schon für wichtig, dass die Toten im öffentlichen Raum ihren Raum behalten können. Wir haben eine Bestattungspflicht, insofern kann auch nicht jeder machen, was er will, und manche Toten werden vielleicht auch ganz beruhigt, wenn sich die Hinterbliebenen nicht darum streiten, in welchem Bücherregal er eines Tages zu stehen kommt. Es muss ja auch eine gewisse Schutzfunktion für die Toten sein und eine Totenruhe, das finde ich schon wichtig. Ich
weiß nicht, ob wir jetzt die Macht haben, das, was sich an der sogenannten Sepulkralkultur gerade verändert, also die Individualisierung dieser Gestalten und wozu auch, auf irgendeinen normierten Nenner zu bringen, aber dass die Friedhöfe Teil von Öffentlichkeit bleiben, zugänglich bleiben und damit auch für die hinterbliebenen Orte, die sie punktuell besuchen können, von denen sie sich aber auch wieder distanzieren müssen, halte ich für wichtig, gerade mit Blick darauf, dass die Hinterbliebenen ins Leben gehören. Es ist ja ganz wichtig, auch zu realisieren, dass ich noch nicht dort bin und auch wieder die Möglichkeit haben muss oder sollte, in mein eigenes Leben zurückzukehren, dass das auch in Ordnung ist. Das kann man natürlich über diese Raumerfahrung auch quasi verkörpern. Ich finde, das, was Sie erzählt haben, das bringt mich zum Nachdenken. Aus welcher Perspektive diskutieren wir die Frage, welcher Ort meiner ist? Also desjenigen, der stirbt, oder wie Sie angesprochen haben, desjenigen, der bleibt. Die Frage will ich ganz offen lassen, aber sie ist eine ernstzunehmende Frage. Habe ich auch das letzte Wort, den Ort und die Art meines Todes zu bestimmen? Und plötzlich soll ich kein Egoist sein, plötzlich soll ich an meine Nachkommen denken, von denen ich weiß, dass einige gar nicht kommen werden. Auch da sollten wir doch mal sehr realistisch sein. Ich kenne Leute, die ritualisiert zum Grab von Verwandten kommen, Emotionspegel null. Und ich kenne Leute, die haben diesen Ort nicht, Emotionspegel ununterbrochen. Auch da würde ich gerne öffnen. Ich versuche den ganzen Abend diese Fragen ein bisschen zu öffnen. Zweitens, Friedhöfe haben einen kulturellen Charakter, neben dem religiösen. Denn die Art der Bestattung ist immer auch eine Symbolik der Zeit, in der wir leben und der Rituale, die kollektiv angenommen sind. Wir haben ja heute nicht nur anonyme Bestattungen, sondern wir haben Baumbestattungen, wir haben vor allen Dingen das Verbrennen des Körpers. Das ist nach allen drei Religionen eigentlich Sünde. Das ist aber ganz spannend, weil die Frage ist, in der Philosophie sind wir längst darüber hinweg, in den Religionswissenschaften reden wir ja immer noch von Seele und Körper. Das ist ja eine Materialisierung. Wer ein Skelett sieht und fragt, wo die ganzen Seelen sich aufhalten, hat schon die ersten Schwierigkeiten. Also ich meine das überhaupt nicht ironisch. Ich meine das furchtbar ernst, weil mich das ja auch betrifft, wenn es soweit ist. Ich meine das ernst, das sind Fragen. Wenn wir aber wenn wir den Menschen verbrennen, entmaterialisieren wir sie zum Maximum, es bleibt die Asche. Das wäre eigentlich ursprünglich spannend, weil wie heißt das Erde zu Erde, Asche zu Asche. So gesehen wäre das sehr konsequent und trotzdem hat das einen großen Ugu in den Religionen. Ich wollte das nur alles anbieten, weil ich habe auch als Journalist in einem Bestattungsunternehmen gearbeitet und es war für mich so faszinierend, immer wieder die Frage zu klären, wenn die Angehörigen kamen, war das der Wille des Toten oder ist das jetzt dein Wille, dass du sagst, ich möchte, dass Papa unter diesem Baum liegt. Und die Vielfalt der Orte, das will ich betonen, die Vielfalt der Orte ist Gott sei Dank gewachsen. Ein letztes, jüdische Friedhöfe sind Ewigkeitsorte. Bei meinen christlichen Freunden höre ich immer wieder, dass da die Verhandlung nach 20 Jahren unendliche Schwierigkeiten bereitet. Da frage ich mich wieder, dass die Konsequenz des Ewigen dann doch nicht so durchgehalten wird wie bei uns. Ich sagte es eingangs, bei diesem Thema können alle mitreden. Ich will den Versuch wagen, Sie hier im Saal einzubeziehen, mit der Bitte, möglichst konkrete Anfragen an unser Publikum zu richten und mit dem Hinweis, wenn Sie Michel Friedmann was fragen wollen, dann müssen Sie das jetzt tun, weil er dann gleich weg ist. Sie dürfen weiter mit uns Fragen ohne Ende besprechen, aber es gibt solche Termine. Deshalb, wir haben auch ein Mikrofon, dass wir Ihnen reichen, wenn ich weiß, wer es Ihnen reicht. Wir haben nämlich auch schon eine Wortmeldung. Hier in der letzten Reihe im linken Drittel, genau da. Bitte. Ja, wer mein Name? Guten Tag. Ich glaube, ich bin mit einer anderen Frage hergekommen. Ich frage, wie Sie heißen. Wer mein Name? Wer? Ich bin auch hergekommen, habe mir gesagt, es gibt Menschen, die in Eigenregie ihren Stachel beschreiben können und dann gibt es eben andere Menschen, die das nicht leisten können. Und ich kam immer irgendwie mehr hin zu dem zu der aufgeklärten Person und den Personen, die eben sich nicht für aufgeklärt halten. Und da kam mir eigentlich ein Punkt und dann zu meiner Frage,
Ich glaube, dass der aufgeklärte Mensch sich gar nicht mit dem Trost abfinden kann. Nämlich, dass er viel gründlicher ist in der Feststellung der Situation und eher Gewissheit braucht. Und damit den Begriff Trost denen überlässt, die eben getröstet werden wollen. Sprich, ist im Trost doch nichts weiter als ein Stück weit Ablenkung. Und der ernstzunehmende, echte, Aufgeklärte muss den Begriff Trost von sich nehmen und sagen, nee, damit kann ich mich gar nicht zufrieden geben. Ich brauche Gewissheit. Also ich mag genauso jetzt nicht, dass Sie das so überladen mit der Ernst wirklich Aufgeklärte. Das sind schon wieder zwei so Begriffe wie Stachel. Es reicht schon, wenn man aufgeklärt ist. Diese Steigerung, wenn man sich für aufgeklärt fühlt. Ich würde mir ja so wünschen, dass viele Menschen wenigstens aufgeklärt sind. Nein, ich glaube, das, was Sie mit der Ablenkung sagen, und wenn, und nehmen wir an, der ernst und wirklich aufgeklärte Mensch will in dieser Situation abgelenkt werden. Wer hat da was zu bewerten, zu beurteilen? In dieser Interaktion? Ich nicht. Das ist für mich eine freie Betrachtung des Themas. Und warum ist Ablenkung für Menschen, die es nicht aushalten, in diesem letzten Moment antiaufklärerisch? Und du kannst noch so aufgeklärt sein, in solchen Situationen geht es nicht um Kant. In solchen Situationen geht es um alles, was in deinem Gehirn abgeht. Und wir wissen, dass das sehr, sehr massiv ist. Auch die Überforderung. Das Denken, sich damit überhaupt noch zu stellen, ich werde bald nicht sein. Und mein Rat wäre immer, sehr, sehr vorsichtig zu sein und großzügig zu bleiben. Deswegen auch die religiösen Angebote, auch die des Judentums, warum nicht? Aber im Respekt desjenigen, der auch dann in diesem Moment auch vom Glauben abgehen will. Auch das kann man zulassen müssen, dass man ein Leben lang gläubig war und in diesen Minuten merkt, nein, das will ich jetzt nicht. Und diese Großzügigkeit ist eigentlich, wie ich finde, ein aufklärerischer Moment. Wir können uns also auf diesen letzten Moment auch wirklich freuen, weil er uns nochmal uns selber spiegeln könnte. Und Trost als Narbensalbe hat ja auch etwas Gutes. Es gibt ja noch eine Frage, das Wort Hoffnung. Wie wollen Sie einem, der stirbt und weiß, jetzt ist der Tod vor der Tür, wenn er nicht religiös über eine weitere Lebensperspektive denkt, wie wollen Sie Hoffnung wecken? Das ist ja auch etwas, was wir gerne auch hätten diskutieren können. Hoffnung, was ist das dann noch? Vielleicht in den letzten Stunden den Rest der Autonomie leben zu dürfen. Den Rest, und sei es nur der minimalste, wenigstens den, nämlich der Selbstbestimmtheit. Und solche Gespräche und wie das stattfindet, können wir ja nicht nachträglich aufzeichnen. Und auch da empfehle ich uns deswegen höchste Zurückhaltung in der Übertragung dessen, was der Tod und der Sterbende erlebt und danach vor allen Dingen erlebt. Wir maßen uns ja bei all diesen Ritualen etwas an, nämlich zu ahnen, zu wissen und zu unterstellen, wie dieser Prozess im Sterben und vor allen Dingen nach dem Tod weitergeht. Ein bisschen Zurückhaltung wäre mir, also das Fragezeichen wäre mir lieber als das Ausrufezeichen. Das ist vielleicht meine letzte Bemerkung. Dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie da waren, und ich würde gerne, wir machen noch weiter, dass Sie da waren. Ja, danke. Dann würde ich gerne von den beiden Theologen wissen, wie viel Zurückhaltung über das Sprechen über den Tod und über das Danach räumen Sie ein, und wo sagen Sie, da haben wir vielleicht eine Glaubensgewissheit, oder da haben wir, uns ist da etwas anderes gesagt, was wir weiter sagen wollen, sagen müssen. Ich habe ja 11 Jahre in Rom unterrichtet, immer große Gruppen, über 100 junge Menschen aus immer über 30 Nationen. Und weil es bei mir auch um die Sakramente, also um die Feiern an den Schwellen des Lebens ging, kam dann auch eine Frage, auf die die Studierenden sich vorbereiten sollten. Wie kann man im Fall einer Trauer reden? Und
Natürlich haben alle erstmal klug gesagt, am besten man schweigt. Ja, das ist schon richtig. Aber man muss tatsächlich als Seelsorgerin, Seelsorger und als Mitmensch wirklich spüren lernen, was passt jetzt. Ein schnell dahin gesagter Trost, der kann halt wirklich Vertröstung sein, oberflächliches, ablenkendes Vergessen machen und ist dann hochgefährlich und wird abgeschmackt. Aber Religiosität hat immer mit Sensibilität zu tun, spüren, was passt jetzt und was ergibt auch diese Situation. Und da kann man teilweise wirklich auch Menschen, die im Moment verzweifelt sind, helfen, indem ich einfach nochmal eine alte Formel, nicht formelhaft, sondern rezitierend so bringe, dass andere Menschen sich hier einklinken können. Als Geschichte dazu fällt mir immer ein, wir reden über Trost und Trauer und da kommt mir halt der Tod des Vaters besonders nah. Unser Vater war bis zu seinem letzten Atemzug kein Katholik wie ich, sondern ein Lutheraner. Und ich dachte, er freut sich, wenn ich im damaligen Paul-Gerhardt-Jahr ein Gedicht von diesem großen lutherischen Dichter und Pfarrer Paul Gerhardt, hier ja in der Gegend gewesen, vorlese. Und da hieß es dann in der 11. Strophe, du gibst mir selbst die Palmen in deine rechte Hand, in meine rechte Hand und ich sing Freudenpsalmen dem, der mein Los gewandt. Und mein Vater sagt, gut. Und ich habe nicht genau gewusst, ob er sagt, jetzt lass das mal gut sein, du frommer Sohn, ja, oder ob er gesagt hat, das hat der Paul Gerhardt ja jetzt wirklich gut gesagt. Aber dieses Wort gut war dann sein letztes Wort und hat damit nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ob es gepasst hat, ich habe es ihm vorgeschlagen und er hat gut gesagt. Und das erinnert uns daran, dass wir nicht wie in evangelischen Gottesdiensten immer nur die ersten 3 oder 4 Strophen eines Paul-Gerhardt-Liedes singen sollten, weil es gibt in der 2. Hälfte dieser 15 oder 18 Strophen dann immer noch auch noch mal eine ganz eigene, auch literarische Wahrheit. Da sind wir wieder an diesem Punkt, dass wir nicht nur in großen theologischen Texten, sondern eben auch in der Literatur aufgehoben sind. Nochmal die Frage an das, wie vorsichtig sprechen oder wie vielleicht auch bekenntnishaft sprechen. Das ist ja etwas, was auch angehende Pfarrerinnen und Pfarrer lernen müssen und zu unterscheiden. Und lernen zu unterscheiden zu müssen. Also das ist, glaube ich, das Wichtige, dass sie lernen zu unterscheiden und ihre eigenen Zweifel überhaupt wahrzunehmen. Wir polarisieren das ja in dem Gespräch gerade so, als säße da einer in voller Gewissheit und die anderen sterben eben und haben Zweifel. Wir sind ja alle hineingestellt in die Gesellschaft. Wir sind alle mit naturwissenschaftlichem Denken konfrontiert. Und wir können ja gar nicht unberührt bleiben von den Ereignissen oder auch Lebensläufen, die wir mit begleiten. Deshalb glaube ich, dass die Polarisierung einfach nicht stimmt in der Situation selber. Das versuche ich Studierenden oft zu sagen. Seelsorge ist kein Ort von Mission und kein Ort von Belehrung. Und in der Regel begleite ich vielleicht eine Geschichte in einer Schwere, die mir selbst im Leben gar nicht zugemutet war. Wie will ich mir anmaßen, dass ich etwas Deutendes, Sinnerfüllendes von außen zusprechen kann? Dass ich vielleicht bereit bin, die Geschichte überhaupt mitzutragen, etwas mit auszuhalten oder in dem alten Begriff mitzubezeugen, es mit erinnerbar zu halten, das erscheint mir eigentlich die Aufgabe des Seelsorgers oder der Seelsorgerin und nicht irgendwie Bescheid zu wissen über die Dinge, die der andere jetzt noch nicht erkannt hat. Also da glaube ich, stimmt einfach die Gewichtung. Es ist auch, glaube ich, nicht das, was ich auch wirklich in den Situationen selber erlebe. Aber dafür zu sensibilisieren. Und wann eine vorgeformte religiöse Sprache überhaupt sinnvoll ist und warum sie auch genau falsch sein kann, dafür einfach so ein Stück zu sensibilisieren. Es gibt aber auch Menschen, die sich gerne mal trauen würden,
überhaupt ihre Vorstellungen von Auferstehung oder Sterben zu besprechen. Und das sind Dinge, die in unserer Gesellschaft eher unbesprechbar sind. Und da denke ich dann auch keine falsche Scheu zu haben, diese Ideen und Überzeugungen von anderen, dass die sich überhaupt ausbreiten dürfen. Und zwar nicht im Sinne von richtig und falsch, sondern so ist es. So könnte es vielleicht sein. Vielleicht noch einen Gedanken, der daran anschließt, zu bringen. Muslime haben als ihren Trauerritus ähnlich rhythmisiert, wie wir das in anderen Religionen und Kulturen auch kennen, beispielsweise nach einer Woche und nach 40 Tagen noch einmal so eine Feier. Und was machen die da? Jetzt gerade in der Türkei haben mir das auch Freundinnen und Freunde noch mal erzählt. Die lassen dann am 40. Tag nach dem Tod Koran rezitieren. Und natürlich lässt man auch in der Türkei den Koran auf Arabisch rezitieren. Und jetzt sagen wir Deutsche natürlich dann gern, das verstehen die doch gar nicht. Ja? Aber das ist, zwar kommt im Religionsunterricht immer auch Unterricht, dass man den Koran besser verstehen lernt, aber das ist gar nicht so wichtig, sondern diese Rezitation hat etwas sehr Schönes. Sie ist ja auch eine Kantilierung, die wirklich ästhetisch ansprechend ist. So sehr, dass mir fromme Mitbrüder, ein Portugiese, sagt, der Koran klingt ja so schön, das wäre ja ein Grund, Muslim zu werden, hat mir vor kurzem ein Mitbruder gesagt. Also das hat etwas Schönes, das muss gar nicht für alle verständlich sein. Da kann man sich einfach hineinfallen lassen und es tröstet auch deswegen, weil wir dann einfach in dieser weltweiten Gemeinschaft dieser Tradition sind. Hat mich interessiert, so zu hören, jetzt in der Türkei nochmal einfach zu sagen, die Worte des Trostes können auch ein Klang sein. Zu den religiösen Tröstungsversprechen gehört die Zusage an Noah, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich erlaube mir, die Luther-Übersetzung zu nehmen. Ein Versprechen, dass weiterhin Bedingungen herrschen, damit die Nachwelt trauern kann und der Toten gedenken. Wie genau diese Zusage in Zeiten ökologischer Umbrüche noch geglaubt werden kann, das soll das Thema unseres nächsten Berliner Religionsgespräches im Oktober sein. Sie sind dazu schon wieder herzlich eingeladen. Für heute danke ich Michel Friedmann, Felix Körner, Jane Redlin und Maike Schuld und Ihnen allen danke ich für die Aufmerksamkeit.